Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kreuzworträtseln. Es ist der vierte Tag und ich bin heute voll und ganz in Stimmung dafür. Gucken wir mal, wie gut ich diesmal abschneide. Also fangen wir gleich an, ohne Umschweife. Eine kleine Brücke ist, ja, sagt mir was, aber gerade jetzt im Moment nicht. Tischlerabfall ist bestimmt wieder der Spahn, genau. Ja, James Dean ist ein alter US-Schauspieler. Gehirn der Hirsche ist das Geweih. So, der Fußrücken ist noch nicht. Männliche Ente ist der Herpel. Kennen wir alle noch, oder kennen Leute aus meiner Generation wahrscheinlich noch aus Darkwing Duck, Eddie Herpel. Digitaler Brief ist natürlich die Emaille. Ein Papierformat. DIN. Ja, ansonsten hätte ich A4, A0, A10, was auch immer. Minenspiel. Minenspiel. Weiß ich noch nicht. Fußlose Insektenlarve. Ja, ist keine Raupe, wie es aussieht. Fabelname des Kranich. Oh. Anrede für Fremde. Sie. Salvador Allende. Nein, Dali. Dali. Dalala. Dalai Lama. Baumaterial. Könnte Holz sein. Ist aber nicht. Auch kein Buchstabe davon ist richtig. Okay. Fußbodenbelag. Ist das Laminat, natürlich. Steckplatz in der EDV ist ganz einfach, ist ein Slot. Abkürzung Titel. Dammit. TTL natürlich, nicht Tit. Ein Baumteil ist ein Ast. Feindselig. Ehrlos. Nein. Elle, medizinisch. Noch nicht, nö, machen wir noch nicht. Eine europäische Inselbewohnerin ist eine Irin anscheinend, ja. Weil Irland liegt auf der britischen, auf irgendwas mit britischen Inseln. Sportsendung. Ist das da? Geht's um Fußball? Kenne ich eigentlich nicht wirklich. Nicht verdorben. Ja, das wäre dann wohl essbar. Okay, feindselig. Weiß ich noch nicht. TV-Anwaltsserie. Uff. TV ist nicht mein Fachgebiet mehr mittlerweile. War vielleicht noch in den 90ern so, als TV noch, naja. Als TV halt noch da war. Aber ich glaube, ich weiß trotzdem schon das Lösungswort. Anhand der Buchstaben, die da sind. Aber egal. Okay. Der Fußrücken. Kann ich gerade noch immer nicht. Leider. Dann versuchen wir erstmal ein Gewürz. Salbei würde passen. Und das ist es dann wahrscheinlich auch. Übrigens kann ich hier schon mal ein L eintragen und hier ein E, weil das Lösungswort ist Maibowle. Ladeflächendecke ist eine Plane natürlich. Attacke, es könnte ein Angriff sein, aber dann passt das hier so nicht. Nee, Angriff passt auch nicht. Vorname... Der Sängerin Fitzgerald, oh Gott, könnte Lana oder sonst was heißen. Nee, ist es aber nicht, weil leibhaftig ist real. Und ja, hier hatte ich ja gesagt, Salbei haben wir. So, Abkürzung für Verfasser. Verf. So. Zeitungswesen ist die Presse, easy. Ja, entweder Elsa oder Ella Fitch. Warte mal. Attacke ist ein Anfall. Ach, so eine Art von Attacke war gemeint. Ah.
Staat im Nahen Osten. Senegal klappt sowieso nicht. Also, nee, da weiß ich es noch nicht gerade. Also eine Unstimmigkeit kann auch, naja, ein Streit oder so ähnlich sein, aber Streit würde ich jetzt nicht unbedingt da rein interpretieren. Teil des Beines ist der Fuß, ist das Knie. Oh. Ist aber nicht das Knie. Was könnte denn noch Teil des Beins sein? Ferse? Nee, Quatsch. Es sind ja nur vier Buchstaben, nicht. Wade. Wade. Die Wade ist es. Medikamentenform. Dragé. In Dragé-Form kann man Medikamente. Ja, das ist. Ja. Eine kleine Brücke könnte jetzt auch. Also, ich denke die ganze Zeit an das Wort Steg, aber das glaube ich nicht. Aber andererseits. Doch, Steg ist es. Okay. Dann ist das hier ein Zwist. Die Zitterpappel ist die. Oh. Das ist nicht, also ich glaube. Ach so, das ist die Aspe. Wieder was gelernt tatsächlich. Dann ist das nämlich hier Israel. Beziehungsweise, weil das Israel ist, muss das die Aspe sein. So rum war bei mir der Gedankengang erst. Oh, ja, noch komme ich nicht drauf. Was haben wir hier noch? Minenspiel ist dann wohl die Mimik. Das ist gemeint. Die Südfrucht ist mal wieder dabei. Die Ananas. Kalk ist das dann hier. Es könnte Lütke sein. Made ist nämlich das. Also, ja. Haben wir also auch den Kranich erraten. Glücklicherweise. Gott. Aber was haben wir hier noch? Der Fußrücken. Was ist denn der Fußrücken? Ich gucke mir gerade meinen Fuß an und ich habe keine Ahnung. Ritz wird nicht da passen. Oh Gott. Was war denn eine Anwaltsserie? Also ich kenne Lenzen und Partner zum Beispiel. Code für Weißrussland. Ich würde mal vermuten, es ist BLR für Belarus. Helle, dann gibt es noch diese komischen Trovatos, aber welche von diesen Dingern denn sind denn überhaupt noch K11 und so was? Was ist denn jetzt Anwalt und was ist jetzt irgendwas anderes und vor allem, was davon ist überhaupt real? Tja. Nee, sorry, also mit TV kann ich leider nicht viel anfangen. Also das wäre jetzt eher wieder ins Raten reinkommen. Nee, das ist es schon mal nicht. Okay. Elba? Nein. Ella? Nee, Ella kann ja auch nicht sein. E war ja schon falsch. Nee, wirklich, also. Das ist echt schwierig gerade. Was ist denn feindselig nochmal? Also das Ding ist. Ich bin anderen Leuten ja auch nicht unbedingt sehr feindselig gegenüber, in den meisten Fällen. Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Feindselig.
Adipose. Nein, das ist nicht feindselig. Habe ich irgendwas? Nee, ich habe auch das nicht falsch gelesen. Ja, eindeutig, das Rind ist der Fußrücken. Nein, was könnte denn noch gemeint sein? Sowieso nicht. Also das Ritzel. Nicht. Das ist ja interessant. Also ich versuche hier ja natürlich gerade durchzugehen und zu gucken. Wo wird es denn mal schwarz dort? Okay. Der Riss? Nein. Risa? Riso? Risi? Nee. Rist? Oh Gott. Ganz ehrlich, wer das gewusst hat, bitte in die Kommentare. Diese Anwaltsserie, oh, ich habe an eine deutsche gedacht. Oh, dann ist ja Elle für Medizin, Ulla, nein. Ulba, medizinisch Elle. Ulva, Ulka. Ulra. Das ist auch wieder jetzt nur raten. Oh nein, nein, was habe ich getan? Ah. Och nö. Och nö. Okay, das ist jetzt schlecht. Dann darf ich jetzt nochmal alles neu eintragen. Wenn schon, denn schon. Kleine Brücke ist der Steg. Die Zitterpappel war die Aspe. Die Medikamentenform war Dragé. Das kriegen wir jetzt ganz schnell hin. James Dean. Israel ist hier. Ladeflächendecke war die Plane. Oh Gott. Der Erpel. Oh. Verdammt. Ah, Mann. So, Rist. Rist war das. Und das war Suits. Am besten mache ich das gleich, bevor ich das wieder vergesse. Laminat hatten wir hier. Nicht verdorben ist essbar. Kriegen wir ganz schnell hin. BLR ist Belarus. Feindselig, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass diese Buchstaben dabei waren. Ran war das. Abkürzung, Titel war TTL. Anrede für Fremde, sie. Baumaterial war Kalk. Genau. Fabelname war Lützke. Also so kann man das wenigstens auch mal sich im Kopf behalten, würde ich sagen. Das DIN-Format, wobei das eigentlich ja DIN für noch mehr Sachen zuständig ist. Leuchtmittel. Hatte ich gar nicht gewusst, dass ich das auch gleich mitgelöst hatte dadurch. So, Anfall war die Attacke. Amerikanische Basketballliga war NBA. Salbei. War das? Abkürzung Verfasser. Zeitungswesen war die Presse. Und Real war das. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon wieder so weit durch. Okay. Ula. Das ging nicht gerade. Ich wollte ein Ö eintippen.
Ulna? Ich glaube, das. Jetzt ist es hinterhergekommen. Annie. Feindselig heißt Annie Moos? Interessant, gut zu wissen. So, dann machen wir mal noch das nächste Kreuzworträtsel, das andere. So. Ja, ist gut im Bild. Geschöpfe, Wesen zum Beispiel, aber es. So, Mykonos ist das nicht. Es gibt auch noch Lesbos. Probieren wir doch mal die griechische Insel Lesbos. Ist es nicht. Wäre auch. Also, wäre jetzt auch eh nur ins. So geraten. Aber Os hätte ich jetzt auch stehen lassen, weil die meisten griechischen Inseln auf Os enden. Statt in der Toskana. Ach, das ist wieder sowas. Da könnte ich mich voll in die Nesseln setzen. Gerade erst ist eben. Aperitif. Ja, das ist eine. So ein. Ich weiß, was damit gemeint ist. Hier Dürr ist nicht dünn. Okay. Ackergerät. Das ist zum Beispiel eine Egge. DEG war Deggendorf. Hirnstromkurve ist EEG. Ostfriesische Insel. Habe ich zu wenig Buchstaben für. Erstmal hoch. IO, in Ordnung? Ach so, okay, wollen die wissen. Ich dachte jetzt, die wollen die Abkürzung einfach nur. Nicht eines ist keines. Oder aber mehreres. Da sollte man aufpassen, denn nicht eines kann auch mehreres oder gar keines bedeuten, wenn man es mal ganz genau nimmt. Griechische Vorsilbe fern ist Tele, zum Beispiel von Telenovela, Telekinese, Ferngeschichte, Telenovela, interessant. Abkürzung für Gesellschaft ist GES, biblische Männergestalt. Uiuiui, wieder entgegen. Oder. Also, das würde ich sagen. Stockwerk ist erstmal die Etage. Ah, wieder ist dagegen hier gemeint. Wurmsichtig. Ein Gemenge. Ein Gemisch, nein, griechische Tugend. Oh, das sind aber auch fiese Sachen gerade. Eva. Schauspielerin Eva. Longoria, aber die ist nicht gemeint, tatsächlich. Langohr ist ein Hase. Ausruf des Verstehens ist Take on me. Ja, wir kommen Ostfriesland auch schon. Das ist ja interessant. Also ich glaube, Sand, mal Sand ist auch wieder hier irgendwas mit Sand am Ende. Hakenschlinge ist ein Öhr? Nee, Quatsch. Ach, geht ja gar nicht. Öhre? Nee. Okay, hätte ich jetzt gedacht, aber drüber ist bestimmt nicht. Nee, geht ja gar nicht. Upsi. Oben. Oben. Droben. Also, wenn das jetzt wirklich stimmt, dann. Wow, aus oben wird droben. Ich glaube, die griechische Insel hier, es ist auch gleich nicht mehr so schwer, wenn wir alle Buchstaben haben. Milchzucker ist Laktose erstmal. Soweit machen wir das mal. Weiter. Stadt in der Toskana. Ah, okay, wir haben hier auf jeden Fall den Treibsand. Malsand ist also auch Treibsand. Siena ist also die Stadt in der Toskana. Okay, gut zu wissen. Also ich würde beide sagen, das ist irgendwas. Nee, ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht, was die ostfriesische Insel ist, aber kommen wir noch irgendwo drauf. Wangenladung.
Was ist denn eine Wangenladung in dem Fall? Also so richtig bin ich da noch nicht. Blattaderung ist. Wie heißen diese? Ich komme gerade. Warum komme ich gerade nicht drauf? Das ist doch, glaube ich, auch nicht so was Schlimmes. Also gegerbte Tierhaut ist Leder. Mister ist das da. So, Frisurtyp, Kurzwort. Südosten ist SO. Drei Zehen Faultier. Ein Drei Zehen Faultier. Also, anscheinend war auch derjenige, der das. Dann machen wir erstmal hier lässig draus und dann überlege ich mir weiter, was das hier sein soll. Wenn man jetzt das 3-10-Faultier mit dem Kurzwort für Frisurtyp ja, zusammennimmt, dann hat man Afro. Wäre schön gewesen, aber bringt überhaupt nichts. So ein biblisches Buch. Was ist denn ein biblisches Buch außer der Bibel? Kopfschutz ist erstmal ein Helm. Inwiefern mich das jetzt noch weiterbringen wird, weiß ich noch nicht, aber. Eva, ich kenne gerade wirklich keine. Keine Schauspielerin, die mir einfallen würde, die Eva heißt. Griechisch Tugend. Ach so. Nicht die griechische Tugend, sondern. Ist eine biblische Männergestalt ein Elf? Nein, natürlich nicht. Ein Elk. Huch. Eli. Ah, Eli. Oder wie auch immer. Eli, ja. Ah, okay, und das biblische Buch ist dann Genesis. Das ist gemeint. Das Buch Genesis. Griechisch für Tugend. Goethe. Nein, Goethe wird mit H geschrieben. Und ist keine griechische, kein griechisches Wort für Tugend. Wurmstichig. Ach so, das Wort hieß wurmstichig. Komme ich noch nicht so drauf. Ach, das war ja keine Wangenladung, das war eine Wagenladung, das war eine Fuhre. Ich sollte heute mal, ich hätte mit Brille das Ganze mal machen sollen. Das macht schon mehr. Okay, Geschöpfe sind ja dann die Kreaturen. Ja, jetzt komme ich auch drauf. Und die griechische Insel ist dementsprechend Rhodos. Die Blattaderung. Ner, irgendwas mit Ner. Was ist das? Ner. Fend. Nein. Ach, wurmstichig ist madig. Oh, hoch. Madig. Das war jetzt geraten tatsächlich. Okay. Nervatur soll also eine Blattaderung sein. Grete ist eindeutig. Nee. Krete? Krete mit C? Prete? Trete? Rete? Zrete? Ürete? Frete? Nee. Mreten? Redre? Nee. Brete? Frete? Grete hatten wir schon. Drete? Srete?
Arete. Arete kotzt das Kind. Gemenge. Echt jetzt? Das heißt Gemenge? Ich hatte das nie mit dem Wort Gemenge, aber ehrlich gesagt, ich benutze das Wort ja auch nie. Aber es ist gut zu. Ist interessant. Ist, ja. Die Schauspielerin wird mir wahrscheinlich nicht einfallen, bis ich das Aperitif habe. Ganz ehrlich. Ah! Dafür ist mir aber Dürr eingefallen. Langerog? Also lange ist richtig, aber was kommt jetzt? Langenog? Langelog? Nee, also H hatte ich. Lange wog. Lange Oog. Oh, okay. Die Insel hätte ich nicht mal gekannt, tatsächlich. So, ein Aperitif ist ein. Avaro, Avero. Das ist bestimmt wie ein Wort, was ich überhaupt nicht kenne. Azero. Okay. Das E war gut geraten. Arero. Ich klicke jetzt einfach wieder Buchstaben durch. Ich weiß, das ist nicht die richtige Taktik dafür. Aber, ach. Apero sollte gemeint sein, okay. Palog gibt's nicht. Pilog. Polog. Pulog. Pülog. Huch. Flug? Moment, A, E, I, O, U. Nö. Interessant, was hier alles schon mal falsch ist an Buchstaben. Ich würde am liebsten erstmal googeln, wer Eva Pflug ist, weil für mich ist, also es kann gut sein, dass sie eine Schauspielerin ist, aber zumindest keine mir Bekannte. Davon mal abgesehen würde ich, oh, warte mal, hier fehlt noch was. 3C Faultier. Der Iro ist gemeint und das 3C-Faultier ist der Ei. Natürlich. Okay. Ja, wieder mal ein Kreuzworträtsel geschafft. Vielleicht auch an manchen Stellen wieder mal viel zu viel geraten. Aber wie gesagt, bei diesem Rätsel kann man das ja anscheinend. Und vor allem, also vieles drin gehabt, was ich echt nicht. Also hier die Nervatur. Das war jetzt nur so geraten, weil das ja auch so irgendwie aussieht wie so Nervenbahn. Die Blattaderung. Ja, und Eva Pflug, tut mir leid, dass ich sie nicht kenne. Ich entschuldige mich dafür vielmals. Und hier Apero für Aperitif. Ja, im Grunde ist ja das eigentlich das Wort schon mit drin, aber auf der anderen Seite, wer sagt denn sowas zu einem Aperitif? Wenn es hier drin Worte gibt, die ihr wirklich benutzt, wo ich gesagt habe, oh mein Gott, was ist das denn bitte? Oder wenn ihr von Lange O kommt, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, dass ich einfach nur doof bin. Oder hier Melange statt Gemenge. Ja, was reimt sich auf Orange? Das ist das einzige Wort, was mir einfallen würde. Und ich hätte es trotzdem nie mit Gemenge in Verbindung gebracht. Aber gut, ich meine, dafür lernt man immer dazu.
Vielleicht wird es beim nächsten Mal ja doch wieder besser, weil man eben jetzt mehr weiß. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.